Zunächst die Blockanweisung. Was ist eine Blockanweisung? Eine Blockanweisung ist eine Anweisungssequenz, die in geschweiften Klammern eingeschlossen wird. Wir kennen die Blockanweisung schon von den Prozedurrümpfen. Prozedurrümpfe sind im Prinzip Blockanweisungen. Blockanweisungen sind aber selbst wiederum Anweisungen. Deswegen wird hier das Syntaxdiagramm der Anweisung erweitert. Neben Grundbefehlen und Prozeduraufrufen kann man jetzt als Anweisung auch Blockanweisungen nutzen. Was ist die Semantik? Ja, wenn man eine Blockanweisung ausführt, wird die Anweisungssequenz der Blockanweisung ausgeführt. Da passiert also sonst nichts. Was sie für eine Bedeutung hat, die Blockanweisung, werden wir dann hinterher in Beispielen sehen. Sie dient nämlich dazu, mehrere Anweisungen, nämlich die Anweisungssequenz, zu einer zusammengesetzten Anweisung zusammenzufassen.